Ja, servus, grüß euch, da ist der Michi aus München. Ich möchte ein kurzes Video machen zum Thema Hintergrundgeräusche bei Actioncam-Aufnahmen, wobei ich hier nur für meine DJI Osmo sprechen kann. Bei GoPro und Co. weiß ich es nicht genau. Ich war ja vor kurzem in der Türkei, bin dort über den Bosporus nach Asien gefahren mit dem Motorrad und musste im Nachhinein feststellen, dass die Hintergrundgeräusche bei den Aufnahmen schon extrem waren. Und ich muss sagen, ich habe aber auch diese Geräuschunterdrückung, die kann man ja in der Software einstellen, die war bei mir aktiviert. Trotzdem war es dann teilweise schon krass, und habe mir gedacht, ja, das gibt's ja nicht, gell? Und irgendwie durch Zufall habe ich gehört, dass da ja mehrere Mikrofone gibt anscheinend, aber ich weiß es auch nicht genau. Und wollte mal den Unterschied herausfinden, wie das ausschaut, wenn man die Kamera nach hinten praktisch abdeckt, so dass der Hauptschall von vorn kommt. Dazu mache ich ein kleines Experiment und werde ich heute Abend machen, dass ich wirklich nur ein Hintergrundgeräusch habe, das konstant ist. Und dann sehen wir uns wieder bei mir zu Hause, wenn das Resultat feststeht. Ich bin gespannt. Bin ich ungefähr jetzt so 8 Meter weg vom Motorrad und bring das Motorrad jetzt mal in den Hintergrund. Und so hört sich das also an, wenn das Motorrad bei 8 Meter Entfernung im Stand läuft. Also wahrscheinlich gibt es da mehr Mikrofone bei der DJI Osmo, die wo halt das dann aufnehmen. So, jetzt kommt der Auto, jetzt muss ich schnell weg. Genau. Und jetzt werde ich mal den Schutz anlegen. Und dann werden wir schauen, wie es sich dann anhört. Darf mich jetzt selber interessieren. Okay. Weil ich habe also bei meinem Türkei-Video, wo ich nach Asien gefahren bin, Link dazu ist in der Videobeschreibung, habe ich also festgestellt, dass man, ja, dass man einfach vom eigenen Gefühl her sagt, oder nimm ich auf, das ist ja nicht laut, aber im Video kommt es brutal laut rüber. Deswegen probieren wir das jetzt. So, also ich stehe jetzt in gleicher Entfernung zum Motorrad und habe diesen Schutz drauf. Ich zeige ihn euch gleich nochmal, ihr habt es ja vorher schon gesehen. Und ja, ich bin jetzt selber gespannt, was rauskommt. Ich hoffe, dass es besser wird, weil ja, war teilweise in meinen Videos, war das teilweise so mit sehr lauten Hintergrundgeräuschen bedeckt. Und jetzt schauen wir einfach, was passiert. Ich bin jetzt selber gespannt, wenn ich die Videos am PC anschaue. So, also interessant, der Unterschied war schon eklatant von den Umgebungsgeräuschen. Ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich meine, dieses Teil erfüllt irgendwo, auch nicht perfekt, aber immerhin in einem gewissen Maß seinen Zweck. Man könnte es hier noch so ein bisschen abschneiden an den Ecken, ein bisschen abrunden, dann wird es vielleicht ein bisschen kleiner. Cool ist das natürlich nicht. Vielleicht weiß aber auch jemand von euch noch einen guten Rat, wie man diese Geräusche minimieren könnte. Natürlich könnt ihr jetzt hergehen und sagen, ich kaufe mir ein externes Mikrofon, habe ich mir auch schon überlegt. Ja, ich bin da immer, wer meine Videos schon gesehen hat, so, ich bin ja immer, für mich ist wichtig, dass ich einfach unterwegs bin. Also es soll nicht zu kompliziert sein. Natürlich könnt ihr jetzt nur ein riesen Stativ mitnehmen und ein externes Mikrofon und vielleicht nur ein Licht, ja, dann brauche ich aber bald einen Anhänger für das ganze Zeug. Und ich möchte es einfach nicht, weil es muss ja immer alles im einfachen, angenehmen Bereich für mich sein. Aber ja, vielleicht packt man seine Kamera auch hinten eine Jacke rum oder sonst irgendwas, was man halt dabei hat, dass man noch nicht diese Behelfslösung da mitschleppen muss. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, für euch war es ein bisschen informativ. Vielleicht hat der eine oder andere für mich einen Tipp. Gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten bis bald, der Michi aus München. Servus.